Leute, dann sage ich mal guten Tacho. Versuch Nummer 2. ich hoffe, der Ton passt jetzt. Ich nehme nämlich mit der Insta 360 X2 auf. Hab da ja auch so ein Mikrofonadapter, so einen kleinen. Und ich war gestern unterwegs. Gestern war Donnerstag, der 14. glaube ich. Und da war ja so richtig geiles Wetter. Gestern bin ich quasi einen halben Tag gefahren, also ich habe richtig Kilometer abgerissen gestern und auch mit der Insta hier aufgenommen, denn ich habe meine GoPro verkauft, aus diversen Gründen, also unterschiedlichsten Gründen. Zum einen, heute ist aber richtig windig, ich glaube, ja, ich denke mal, dass ihr das auf jeden Fall, also ich glaube, bildtechnisch ist das gut hier, aber ich glaube, vom Ton her wird das nicht so gut sein wie von der GoPro. Da bin ich mir ziemlich sicher. Obwohl ich das gleiche Mikrofon nutze. Was ich gestern gemacht habe mit der Insta, ich habe das Mikrofonsystem, wie ich es halt so zurechtgebaut habe, mit dem Intercom und das Einspeisen zwischen Dual Vlog und dem Lavalier Mikrofon, einfach so hier reingesteckt. Damit ist die Insta aber nicht zurechtgekommen. Die kann damit nicht umgehen, wenn der Ton nur über einen Kanal kommt. Das habe ich dann gestern Abend noch auf der Couch ausprobiert, weil ich habe das Lavalier-Mikrofon mehrmals. Ich habe es auch so für normale Vlogs halt. Und dann habe ich es dran gesteckt und da war der Ton dann ganz normal. Deswegen habe ich jetzt quasi drei Mikrofone im Helm drin und ich merke das auch an meinem Schnabel gerade. Hier ist alles voll, aber zum Testen habe ich es jetzt einfach mal reingeklemmt. Und heute schon wieder so viel Polizei unterwegs. Ja klar, in Orsau, Flüchtlingsheim, da ist aktuell viel Ärger immer. Weiß nicht, was da... Also eigentlich ist da immer viel Ärger, aber ich fahre mittlerweile so selten hier lang, dass ich das kaum mitkriege. Auf jeden Fall das Mikrofon von meiner Intercom von 10er ist hier drin. Dann mein normales Mikrofon, was ich sonst immer in dem Helm drin habe für die GoPro, ist hier aktuell noch drin. Was alles so ein bisschen verbunden ist, so ganz kurios. Und jetzt habe ich dann zusätzlich noch das Mikrofon, womit ich jetzt gerade aufnehme, noch mal eben reingehangen. Das ist auch nicht ganz fest, also es könnte sein, dass es ein bisschen wackelt. Ich weiß nicht, ob das tonmäßig jetzt gerade so ein bisschen Auswirkungen hat. Ich hoffe, dass überhaupt hier tonmäßig etwas funktioniert. Ich kann mal ein bisschen reinschneiden, wie es gestern war. Ja, Leute, dann fahre ich jetzt erstmal auf zu einer Stelle, die ihr sowieso kennt. Zu einer Stelle, die auch ein anderer Zuschauer schon mal besucht hat und auch schon Fotos von seiner Halle gemacht hat, der auch hier irgendwie aus der Ecke kommt. Und da beende ich dann dieses Video hier vielleicht mal gucken. Dann gucke ich mir erstmal die Kamera an, wie viel Speicherplatz habe ich noch. Obwohl Speicherplatz müsste genug sein. So, müsste da, wenn ihr überhaupt was gehört habt, das war so dumpf und also das war Katastrophe. Und ich hatte gestern eigentlich das perfekte Video aufgenommen, ehrlich gesagt. Ja, also ich habe meine GoPro verkauft, weil ich mir eine neue Actioncam gekauft habe, die aber erst nächsten Monat kommt, also irgendwann im April. Ich habe die neue DJI Action Osmo 4 gekauft, plus Mikrofonadapter. Und noch ein Funkmikrofon habe ich mir dazu geholt, was extra für die DJI ist. Und dafür braucht man dann keinen Empfänger und so. Das schafft die Osmo Action von selbst. Also die hat das schon integriert. Und ich hatte halt einen guten Rabattcode, habe ordentlich gespart. Ich habe damals schon mal mit dem Gedanken gespielt, als die Osmo Action 3 rauskam. Wann war das denn? Vor anderthalb oder zwei Jahren? Ich bin mir nicht mehr sicher. Vor einem Jahr vielleicht. Anderthalb Jahre. Aber da war ich mir dann, war ich noch so, ja, meine GoPro funktioniert doch und die hat ja, Alter, wie nah fährt der denn auf? Hat ja auch alles funktioniert. Warum ich mich jetzt nicht mehr für eine neue GoPro entschieden habe, war einfach der Grund, der Kram mit dem Mediamod hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf. Ich hatte so oft Abstürze mit der GoPro und zum einen bin ich losgefahren, alles angeschlossen, dann hat er das Mikrofon einfach nicht aufgenommen, obwohl alles angeschlossen war. Sobald ich die GoPro dann einmal ausgemacht habe und neu angemacht habe für ein neues Video, erst dann hat er die wieder erkannt und
ganz kurios. Ohne Mediamod hat die GoPro keine Probleme gemacht. Also ich hätte anders aufnehmen können, so wie ich es früher gemacht habe. Mit meinem Helm-Dings über Handy aufnehmen und dann die Tonspur drüberlegen. Aber auf so einen Vierdefanz hatte ich halt keinen Bock. Und worauf ich auch noch weniger Bock hatte, Akkuwechsel während Natur. Ja, ich habe auch eine geile Powerbank, die ich dafür nutzen kann. Ich habe aber keinen Bock auf Kabelgeraffel. Es nervt einfach für so kleine Touren wie jetzt. Wie ich die jetzt gerade mache hier, mache so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Video. Hier baue ich mir hier zusammen. Und dann eventuell im Anschluss dann noch ein anderes Video aufzunehmen, was ich am meisten so mache. Jetzt heute nicht, weil ich habe jetzt nur den Akku gerade gefunden, den einen. Aber da hätte ich zum Beispiel keinen Bock. Das nervt einfach. Dann musst du die ganze GoPro abbauen. Du musst den Mediamod abnehmen, dann Akku wechseln, alles wieder zusammenbauen. Und wenn ihr dann keinen Bock habt, den Helm auszuziehen, das war einfach immer Gefrickel und Gefiemel. Gar keinen Nerv mehr drauf gehabt. Vom Bild her und wenn der Ton saß, war das für mich die allerbeste, also war das die perfekte Kombination. Also ich bin mal wirklich gespannt, wie das jetzt hier funktioniert. Dadurch, dass es halt gestern überhaupt nicht funktioniert hat. Nicht, dass ich mir jetzt hier wieder den Mund fussel, ich rede für nix. Und ich bin wirklich gespannt, in einem Monat oder wann auch immer die Osmo Action 4 kommt, wie das alles funktioniert. Habe mich dann gestern noch mit einem Insta-Kollegen, sage ich mal, der mir da folgt und auch meine Videos guckt, getroffen. Sind wir noch zusammen eine Runde gefahren, der kommt aus Förde, sind wir nach Thunderbike gefahren. Gemütliche Feierabendrunde sozusagen, weil gestern war so geiles Wetter, weiß ich nicht, 16 Grad oder was. War Pulloverwetter, habe ich auch ausgenutzt. Und ja, jetzt versuche ich noch so ein bisschen das Thema so von gestern zu rekonstruieren. Jetzt ich mal so überlege, ich habe ja mit der GoPro 2020 angefangen mit dem Kanal hier. Ich fahre auch links rum. Also 2020 habe ich angefangen hier Motovlogs zu machen, wo Corona gerade auch kam und so. Und ich weiß, ich hatte die schon ein bisschen früher gekauft und das Vorhaben war auch schon viel früher da. Aber irgendwie habe ich mich dann erst dazu durchgerungen. Ich weiß noch, ich hatte das mal getestet, aber ihr kennt das doch alle selber, wenn ihr eure eigene Stimme hört und so. Damals war das so befremdlich und dann habe ich erstmal nichts gemacht und so. Aber ist ja egal. So habe ich halt damals angefangen mit der Kamera, mit der Technik, die ich dann nur ein bisschen weiter ausgebaut habe. Aber trotzdem, die Kamera hat mich einfach seit Anfang an quasi auf dem Kanal hier begleitet. Deswegen habe ich auch noch so ein bisschen dran gehangen. Boah, ich muss mal aufmachen hier, ich kriege keine Luft. Und irgendwann kam der Mediamod dazu, das andere Mikrofon und so weiter. Aber grundsätzlich war die GoPro Hero 8 mein erster Begleiter hier sozusagen auf dem Kanal. Und die habe ich jetzt gestern verschickt und verkauft. Und die wird jetzt einem Drohnenpiloten zum Opfer werden sozusagen. Ja, ich glaube, die wird nicht lange leben. Leider, irgendwie, leider Gottes. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich mir eine neue hole, muss ich das alte Zeug verkaufen. Weil dann, was soll sie da rumliegen? Für so andere Sachen habe ich die Insta 360. Dann habe ich noch meine Nikon. Wofür würde ich dann... Ich habe ja noch zwei andere Action-Cams, wo ich immer dachte, ja, da kannst du mal hinten dran machen oder sonst wie. Mache ich alles nicht. Der Aufwand ist es mir gar nicht wert. Wenn ich Blicke nach hinten haben will, dafür habe ich mir die Insta 360 geholt. Die kommt hier drauf. Ich sehe alles nach hinten. Was soll ich mir dann die Arbeit machen, irgendwo am Bike noch irgendwo Kameras dran zu machen? Ja, ich bin... ist doch keine Überwachungshalle. Nee. So, deswegen also die komischen Schinken, die kann ich eigentlich auch mal wegschmeißen oder für was anderes benutzen. Aber die GoPro ist halt, hat halt noch einen guten Wert gehabt. Und den Teil habe ich halt genutzt, um mir auch die neue Kamera wieder zu finanzieren. Und den Rest, der mir dann quasi gefehlt hat, um nochmal auch so auf das YouTube-Thema zurückzukommen, den habt ihr da draußen, wie ihr mir alle zuschaut, quasi finanziert. Also ihr habt mir die neue Kamera möglich. Ich hätte mir auch so kaufen können, erstmal davon ab. Aber ich habe durch die Einnahmen, auch wenn es nicht so viel ist, also ne, ich mache ja die Videos hier und die paar Klicks, die da draußen, ein paar Zuschauer, die haben aber gereicht, etwas über, warte mal, wir haben jetzt den dritten, das heißt ein Jahr und vier Monate, mir da so eine Osmo Action 4 leisten zu können. Und da bin ich richtig stolz drauf, wenn ich jetzt mal überlege, ich mache das jetzt seit 3 Jahren, bin jetzt im 4. Jahr.
mit dem YouTube-Kanal hier. Ja, es gibt andere, die sind wahrscheinlich, die haben in 3-4 Jahren direkt das Zehnfache an Abonnenten drauf. Das habe ich auch schon mitgekriegt. Und aber ich bin hier stolz auf jeden einzelnen. Ja, wie gesagt, ich bin stolz auf jeden einzelnen Abonnenten da draußen von euch, dass ich da. Für mich ist das viel, für mich ist das nicht Selbstverständliches und ich habe letztens noch mal so ein bisschen meine Abos, die Leute, denen ich so folge auf YouTube, durchgeguckt, wo ich weiß, oh, mit denen habe ich damals angefangen. Über 95% von denen, die damals ungefähr zu meiner Zeit mit Vloggen angefangen haben, egal ob es jetzt ein Harley-Vlogger war oder irgendwas anderes, aber auch so Richtung Motovlogs und so, davon sind 95% nicht mehr da. Das ist eigentlich heftig. Ja komm, du hast nicht nur... Was ist da passiert? Ich komme mit der heutigen Jugend nicht klar, ey. Der hatte schönere Haare als meine Schwester. Ja, was soll ich sagen? Mir fällt wieder nur Scheiße ein. Naja, also. Was ich gestern auch schon im ersten Versuchsvideo gesagt habe, ist irgendwie, als ich das so gar nicht nachvollziehen kann, ich laber hier eigentlich nur Kacke rein, baue den größten Schrott zusammen mit billigsten Materialien, sage ich jetzt mal. Übertrieben gesagt jetzt, aber ist halt so, ich versuche halt immer so Budgetlösungen zu machen. Und mit dem, was man so zu Hause in der vollgemüllten Garage findet. Und ihr guckt euch den Scheiß an. Und dann mache ich meine Ride-Outs und da sind echt zahlreich Leute, die dann immer kommen. Und auch dadurch entstehen auch Freundschaften und Communities und was weiß ich nicht alles. Keine Ahnung, das ist irgendwie nicht so selbstverständlich, finde ich jetzt. Und ich finde, dass das schon ein cooles Gefühl ist, wenn man weiß, dass man mit seinen Videos teilweise Leute auch bewegt, durch ganz Deutschland zu fahren, um mit mir um Pudding zu fahren sozusagen. Wie zum Beispiel Christian, ihr kennt ihn alle aus den letzten Ride-Out-Videos, der Alltagstourist, der jetzt auch angefangen hat, Vlogs zu machen. Quasi mein roter Bruder aus der Zone, um das mal so zu sagen. Da ist eine richtige Freundschaft entstanden, so. Also ich meine, eine richtige Freundschaft. Das zum Beispiel ist nicht selbstverständlich. Und dann denke ich mir, wie ist das so gekommen oder wie kann sowas passieren? Und dann habe ich mich gestern zum Beispiel auch mit den Kollegen, mit denen ich gestern gefahren bin, unterhalten. Der sagte, das war vollkommen unabhängig davon, dass ich gestern in so einem Video drüber gesprochen hatte. In Effing das Thema sah und sagte, so wie bei dir jetzt. Wir hatten über einen anderen YouTuber gesprochen, der auch zum Nordcup gefahren ist und was weiß ich nicht alles. Und auch er sagte, ja, ganz viele gucken ihn nicht mehr, weil der so überheblich geworden ist, seitdem der dat und dat und dat hat oder so. Und dann kamen wir auch auf das, oder dann kam er auf das Thema, es gibt hier so viele Gruppierungen auch, alle fahren so Harley, aber wenn du dann sagst, ey, du hast auch ein paar Leute dabei, fahren keine Harley, ne, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, da denke ich mir, was sind das für Arschlöcher so, ne? Motorradfahren ist Motorradfahren, scheißegal. Was für ein Ding du da fährst? So, dann denke ich mir, da musste ich auch wieder, ich hatte mal ein Video, auf einem Video mitreagiert, als Brab Kalan mich mal in einem Video angesprochen hat, wie ich das so sehe, Shopperfahrer und Cruiserfahrer untereinander. Und was ich da jetzt auch sehe, innerhalb der Harley-Szene, so hier von Insta und was weiß ich nicht alles. Harley-Fahren verbindet auf jeden Fall, aber auch da gibt es so viele Spackos. Da gibt es eine ganz große Gruppierung hier auch in NRW, sage ich ganz klar. Die machen einen auf Möchtegern Rocker und auf Möchtegern, weiß ich nicht, Zusammenhalt. Aber wenn es dann darum geht, boah nee, der eine fährt aber eine Suzuki-Shopper, nee, mit denen fahren wir nicht über. Dann denke ich mir, was für einen Schatten habt ihr denn so? Ne? Dann denke ich mir, was soll der Scheiß? Blödsinn. Aber gut, dann müssen die ja für sich selber wissen, aber egal, aber der sagt dann auch, wie bei dir zum Beispiel, egal was du fährst, du bleibst einfach so authentisch und damit kann man sich selbst auch identifizieren. Und genau dieses Thema, das hatte ich gestern auch in dem ersten Versuchsvideo hier mit dem Setup hier und ich hoffe, dass das jetzt heute hier auch klappt. Nicht, dass ich das zum dritten Mal irgendwann alles mal labern muss, habe ich gar keinen Bock drauf. Und ja, deswegen, ich bin einfach stolz drauf, auf die paar Abonnenten, die ich da habe. Und so im Vergleich zu früher, das hatte ich glaube ich gestern auch angerissen. Ich hatte ja mal, ich weiß nicht, ist das schon ein Jahr her oder anderthalb Jahre? Warum mache ich überhaupt YouTube-Videos? Ich glaube, das hat sich komplett gewandelt. Also damals war es wirklich Zeitvertreib. Ich hatte Bock, das zu machen. Ne, ihr wisst ja, ich weiß gar nicht, ob die neuen, warum ich überhaupt damals angefangen habe. Als ich angefangen habe, habe ich damals Motovlogs von Marc, der Motovlogger, geguckt. Eine komplett andere Welt eigentlich.
was ist der, eine Triumph Triple irgendwas gefahren. Und den habe ich damals geguckt, bis der quasi nicht mehr gevloggt hat. Jetzt macht er ja mit Helm TV oder irgendwie was. So, der hat mich damals so ein bisschen inspiriert und angeheizt. Und damals hatte ich ja noch gar nichts mit Chopper fahren und so zu tun. Klar, jetzt, ich war damals schon Motorradclub und all das, ne, aber als ich damals angefangen habe, das zu gucken, ach, das ist auch schon ewig her. Könnt ja mal, mag der Motovlogger bei YouTube eingeben, wie lange der damals schon Videos gemacht hat. Da, das ist ja schon Asbach uralt, das weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwann 2015 oder was hat er aufgehört. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, dann kam mal danach noch mal kurzzeitig mal was, aber ja, auf die Daten muss man mich jetzt auch nicht festnageln. Also ich weiß nur, der hat irgendwann einfach nichts mehr hochgeladen und ist jetzt bei Helm TV. Ich meine, die Seite, da sieht man ihn dann öfters noch. Egal, aber der hat mich damals so da habe ich halt gesagt, boah, das würde ich auch gern machen. Aber irgendwie hatte ich dann nie so, ich weiß nicht, irgendwie habe ich den Arsch einfach nicht hochgekriegt, all das zu machen. Und jetzt ist das, dadurch, dass mein Kanal jetzt so in Anführungszeichen gewachsen ist und ich wirklich eine Volkschaft habe, eine Community habe, die wirklich auch dauerhaft zuguckt, hat sich bei mir das auch alles so ein bisschen, haben sich die Brühe, oder was heißt das? Also, ich habe Verpflichtungen euch gegenüber, so fühle ich das manchmal zumindest. Nicht, weil ihr das verlangt, ganz im Gegenteil, aber ich merke es dann zum Beispiel, wenn ich ein Video als Premiere reinmache, das hatte ich zum Beispiel letzte Woche Samstag oder vorletzte Woche Samstag, ich weiß nicht mehr genau, da war ich dann auch live drin und ich hatte irgendwie über 20 Live-Zuschauer und die Leute haben geschattet, auch welche kommen aus Köln zu meinem Ride-Out, genau das war das, wo ich die Ride-Out-Infos rausgehauen habe. Dann weiß ich, dass jemand aus Hamburg kommt, ich weiß, gehe mal davon aus, dass der Kollege aus von der Nordsee wiederkommt, ich weiß, dass mein Freund aus dem Osten wiederkommt und dann noch die ganzen Leute hier aus der Umgebung oder näheren Umgebung. Das sind dann auch Gesichter, das sind immer wiederkehrende Gesichter und das finde ich einfach krass, dass die dann auch immer wiederkommen und vor allen Dingen, ich bin ja nicht darauf aus, irgendwie eine Ausfahrt zu machen, einfach nur auf Größe, auf Masse, sondern wie ich im letzten Video gesagt habe, nur die Leute, die wirklich auch meine Videos gucken und irgendwas mit mir verbinden. Ich habe nichts davon, auf Masse rumzufahren. Das habe ich alles schon auf Club-Ebene erlebt und all das und das ist nicht das, was ich hier ansprechen möchte. Also das ist nicht meine Intention dahinter hier auf Masse und mit was weiß ich nicht, 200 Bikes nur um geil zu sein. Nee, da brauche ich nicht. Ich weiß nämlich, wie anstrengend die Scheiße ist. Nee, und dann hat er auch noch versicherungstechnische Gründe, aber das ist wieder ein anderes Thema. Nee, das lassen wir mal sein. Habe ich aber ja schon alles im letzten Video gesagt. So, eigentlich ist das hier nur ein Testvideo, nur ich schweife gerade ein bisschen ab. Aber einfach nur mal so ein bisschen auch nochmal Danke zu sagen für die Leute, die jetzt seit... Manche von euch gucken ja wirklich von Anfang an oder fast von Anfang an meine Videos. Und ich denke mal, aber der große Schwung kam jetzt auch dadurch, dass ich auf Chopper umgestiegen bin, durch die VN-Reihe, die ich gemacht habe und wie ich die aufgebaut habe und... Ne, da, ich denke mal, da, also da kam ja dann auch der große Sprung und jetzt ist das ja rein Harley-Content geworden hier, was nicht heißt, dass ich einfach nur ein reiner Harley-Fahrer bin. Ne? Klar ist das für mich so das Beste eigentlich, was es gibt, aber ja, Fahrschule mit Warnweste, die darf man grüßen, die anderen alle nicht. Ja, so ist das einfach. Ich bin einfach dankbar für... 1571 Abonnenten müsste es heute sein, habe ich vorhin glaube ich gesehen. Klar, die Zahl geht auch mal wieder runter und dann mal wieder höher. Also das ist immer so ein stetiger Wandel. Ich kenne das ja auch von mir, Leute, die ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gucke oder wo die sich so geändert haben oder dass mich das nicht mehr anspricht, dann gucke ich das auch nicht mehr. Und ich denke auch mal, dass Leute, die 2020 bei mir eingeschaltet haben, wie ich mit der Z durch die Gegend gefahren bin, sich heute nicht für Harley interessieren, gehe ich mal davon aus. Aber vielleicht ist der ein oder andere auch dran geblieben, der halt vielleicht wegen meiner Art da geblieben ist. Und das habe ich schon öfters gehört, dass die Leute mir gucken, egal was ich da erzähle, sondern wegen meiner Art, weil ich die ganze Zeit einfach straight ehrlich bin. So, ich brauche mich da auch nicht verstellen oder sonst wie was. Ja, es gibt gewisse Themen, auch vielleicht Politik oder was weiß ich nicht was, die ich nicht so habe auf meinem Kanal, wo ich aber manchmal mich gerne auslassen würde, aber dann weiß ich genau, entweder wirst du in die Richtung gestellt oder du wirst in die Richtung gestellt. Es gibt da kein Mittelmaß mehr, an dem man sich messen kann mittlerweile. Aber das ist auch ein ganz anderes Thema. Aber ansonsten, also ich lasse mir auch von nichts im Mund verbieten. Es ist auch egal, wer vor mir steht oder wer was von mir will. So, und das ist auch eigentlich das, was ich da jedem nur draußen predigen kann. Lasst euch von nichts und niemandem verbiegen.
behaltet eure Höflichkeit bei. Ne? Man muss nicht unhöflich sein oder sonst wie was. Aber man muss sich auch nicht kaputt biegen lassen. Und ja klar, von wem soll ich mich hier verbiegen lassen? Da kommt eine Mücke, die auf meinen Helm fliegt. Meinst du, die meckert jetzt mit mir? Ich lache wieder nur Scheiße. Was ist mit mir los? Ich vermisse den Sommer. Ja. Ja, keine Ahnung. Also ich bin einfach stolz drauf über das, was ich hier schon geschafft habe und dass ich auch, was ich zum Beispiel gestern kurz noch angerissen habe, dass ich auch Leute verbinde und manchmal auch aus unterschiedlichsten Reihen. Ihr wisst ja, ich mache ja hier YouTube, ich mache Twitch, was Twitch aber in den letzten Monaten ein bisschen weniger geworden ist, hat aber andere Gründe. Aber da habe ich halt auch Leute, die, wenn ich dann da bin, auch immer wieder einschalten. Und da ist dann auch der ein oder andere bei, der auch auf meinen YouTube-Kanal übergeschwappt ist. Dann habe ich da zum Beispiel, der nennt sich im Spiel, ich spiele ja GTA RP, der heißt immer Money. Ich weiß gar nicht, wie der im echten Leben heißt. Ich weiß, dass du aus Berlin kommst. Man spricht auch so über private Sachen. Also so über gewisse Sachen, sage ich jetzt mal, jetzt nicht so ganz privates, aber so Smalltalk aus dem Leben so ein bisschen. Und das auch schon seit 2 Jahren, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich natürlich auch noch andere, aber der fällt mir gerade ein. Und dann irgendwann aus heiterem Himmel, der nuschelt dann immer so in sein Mikrofon rein, was eigentlich immer so, ich muss mich immer über den kaputt lachen, weil der einfach so ein lieber Kerl ist. Und dann sagt er, du hast ja wieder ein gutes Video gemacht. Und dann gibt es so einen Enrico, ich weiß gar nicht auch, was auch nicht wieder im echten Leben heißt, aber Enrico nenne ich den immer. Und ich weiß immer nur, dass er, wenn wir nachts gezockt haben, irgendwann reagiert er nicht mehr, weil er besoffen in seinem Stuhl eingepennt ist. So war zum Beispiel. Und er sagt auch, ey, hast du da wieder ein gutes Video rausgehauen? Ich so, irgendwann so beiläufig im Spiel, ich so, was? So, ne, dann wird mir erstmal wieder bewusst, dass die Leute auch so meinen anderen Scheiß gucken. Und dann denke ich mir, ja, ist schon krass eigentlich. Darüber bin ich halt voll dankbar und voll stolz so. Und dann gibt es natürlich auch so andere Geschichten, die dann an mich rantragen. Dann hat man auch Zuschauer, die Krankheiten haben und sich öffnen und sich dir, ja, ich sag mal, sich bei mir ausschütten, sage ich jetzt mal, im Chat oder unter Kommentaren manchmal. Ich hatte dann, ich sage jetzt keine Namen und so wie was, ne, weil sonst könnte man das ja vielleicht irgendwie nachverfolgen, aber das ist ja auch Blödsinn eigentlich. Ne? Aber ich erzähle jetzt mal sobald die Ampel da wieder grün ist und ich auf der Straße bin. Boah, ich hoffe wirklich, der Ton klappt. Weil all das, was ich jetzt hier erzähle, ungefähr so habe ich halt gestern auch erzählt. Bis auf den Quatsch, das war gestern anderer Quatsch, aber das ist halt, der fällt mir dann halt spontan immer ein. Also ja, so, und dann habe ich dann zum Beispiel auch Zuschauer, Abonnenten, ich weiß nicht, wie man das nennt, Fans oder Gleichgesinnte, keine Ahnung. Dann ist da zum Beispiel jemand, mit dem stehe ich auch so ein bisschen in Kontakt. Ist alleinerziehend, hat eine kleine Tochter und dann hört man, der hat eine Krankheit und muss wöchentlich an eine Dialyse. Und dann ist auch erstmal dann, bei mir ist dann auch so ein Kloß manchmal im Hals, ne, dass solche Leute sich dir dann auch öffnen und auch von ihrer Lebensgeschichte erzählen. Meistens ist das dann aus der Situation heraus, ich habe ja auch schon mal von mir erzählt, hatte eine scheiß Kindheit mit allem drum und dran und so, und im Stream habe ich davon schon mal erzählt. Da ist dann auch eine Person, das erzähle ich dann gleich. Aber dann kommen dann auch schon mal solche Geschichten auf mich zu, die ich dann ja auch verarbeiten muss so ein bisschen. Dann denke ich mir, ja krass eigentlich, ne? So, dass doch so viel Leid auch bei den Menschen draußen, du siehst denen das ja nicht an, aber die haben ja auch mit etwas zu kämpfen so und gehen trotzdem stark durchs Leben und sind für Kinder da oder was auch immer, für was die da sein müssen oder da sind oder welche Leidenschaften die haben. Und trotzdem haben die voll die harten Päckchen, die mit sich tragen müssen. Dann denke ich mir, alter krass, so, ne, ich bin froh, dass mir gesundheitlich so weit gut geht, dass ich all das nicht habe. So. Und ich wünsche auch jedem, auch meinen engsten Feinden, ne, niemand muss krank durch die Gegend laufen oder sich quälen. Aber das war jetzt auch nur so ein Beispiel. Also es gibt noch deutlich andere Fälle. Da war jetzt zum Beispiel ein, was heißt jetzt, das ist jetzt glaube ich auch schon ein halbes oder dreiviertel Jahr her. Oh, es fängt glaube ich an zu regnen. Nee. Auf jeden Fall ist das schon länger her. Das war im Stream, da habe ich gestreamt. Und da auch aus der Situation heraus ein bisschen aus der Kindheit erzählt. Und dann war da auch eine Zuschauerin. Da kann ich mich noch halbwegs gut dran erinnern, weil da fand ich auch so ein bisschen hart irgendwie in dem Moment, weil ich mich so ein bisschen reinversetzen
konnte. Nur war bei mir die Situation ein bisschen anders. Aber ich erzähle mal, ich reiß das mal kurz an. Mädchen, ich glaube 14, 15 Jahre alt, ungefähr in dem Dreh. Ja, leiblich, also sie wohnt bei ihrem leiblichen Vater, war in den Ferien aber bei ihrer Mutter. Sie musste aber wieder zurück zu ihrem Vater, weil Schule ging wieder los. Ich meine, das war letztes Jahr Sommerferien. So, genau. Und dann hat sie erzählt, ihr Vater ist ziemlich schwer krank geworden und ist jetzt für eine längere Zeit im Krankenhaus. Und sie hat natürlich noch eine Stiefmutter, ne, die Lebensgefährtin von dem Vater. Und die können sich überhaupt nicht leiden. Oder die Stiefmutter kann das Mädchen nicht leiden. So, wie gesagt, ich weiß nur die eine Seite der Geschichte. Ne? Wir wissen ja alle, alles hat immer zwei Seiten. So, aber trotzdem, allein wenn du schon nur diese eine Seite hörst, das ist ja auch schon immer heftig. Und sie sagte, ja, die macht mir die Hölle heiß und dann darf ich manchmal nichts essen und all solche Geschichten. Dann denke ich mir, Alter, das ist doch Kindesmisshandlung so, ne? So, wenn der Vater nicht da ist, dann hat die da voll das scheiß Leben. So hat sie das halt dargestellt. Und wenn das wirklich so ist, ist schon heftig. Aber wenn du solche Zeilen dann liest, so, das ist dann manchmal auch. Ich meine, ich werde 37, ich hatte auch eine Kackkindheit und so. Und eben, weil ich mich dann auch voll in sowas reinversetzen kann, weil ich durch meine leibliche Mutter sowas auch nicht so, ja doch, ich habe auch nichts zu fressen gekriegt, ne? Aber ich musste damals auch klauen, um zu überleben, um meine Schwester mich durchzufüttern, wenn kein anderer da war. Hört sich jetzt hart an, ist aber so. Ich war auch eigentlich ein Straßenkind für ein paar Jahre. So. Und trotzdem ist aus mir was geworden. Um mal am Rande zu sagen, nur weil du eine scheiß Kindheit hast, ist es kein Grund für dich, ein Oberarschloch zu sein. Sicherlich hat das immer Auswirkungen auf dein Leben, wie du über gewisse Sachen denkst und wie du handelst. Aber trotzdem ist das keine grundsätzliche Ausrede, zu sagen, ich hatte eine scheiß Kindheit. Ich habe jetzt einen Grund, ein Arschloch zu sein. Und davon gibt es so viele auf der Welt. Also ich habe auch schon so viele davon kennengelernt, dass das hirnrissig, ehrlich. Nein, aber wenn dann solche Themen dann auf mich drauf prasseln, so, dann bleibt mir manchmal auch so ein Kloß im Hals stecken. Denke ich mir, boah, das ist schon krass so, ne? So, das geht dann einem auch so ein bisschen nahe. Und jetzt nicht, dass ich das nicht will, sondern einfach nur, um euch auch zu zeigen, so, ich fühle mit euch. Ist einfach so. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Aber solche Sachen dann auch, und dann war auch jemand anders, ich weiß gar nicht mehr, was der hatte. Auf jeden Fall, ihm ging es auch nicht gut. Auch irgendwie mit Krebs irgendwas zu tun gehabt in unserem Alter. Und er sagte, boah, ich gucke voll gerne deine Videos. Ich freue mich immer, wenn du es schaffst, freitags ein Video hochzuladen. Und aber schon krass, dass man dann solche Geschichten, klar, das ist nicht alltäglich, ne? Das ist jetzt aus den ganzen 3 Jahren zusammengewürfelt, ne? Aber trotzdem, auch wenn es nicht Einzelfälle sind, das will ich jetzt nicht sagen, aber es sind halt schon ein paar, wo dann die auch Schicksalsschläge haben und sie ja das dann auch sagen so und dir dann mitteilen, egal was für ein Schicksalsschlag ich habe, ich gucke deine Videos, ich kann mich mit dem, was du da erzählst, ein bisschen identifizieren, du lenkst einem ab, du bringst einem zum Lachen, ich weiß auch nicht, wie ich Leute zum Lachen bringe, keine Ahnung, ich laber mir meinen Scheiß hier zusammen, ich finde mich lustig, ich weiß nicht, aber ich glaube, ihr weißt ja, was ich hinaus will, ne? Irgendwie so diese Dankbarkeit zu zeigen einfach. Ist einfach, weiß auch nicht, was ich anderes tun soll, als euch dafür draußen zu danken. Ist einfach so. Und für die, die was haben, ich wünsche jedem. Ist das jetzt am Pissen? Ne, irgendwie ist ja noch nicht. Ich glaube, weil das Kabel hier rappelt. Einfach nur, ja, keine Ahnung, haltet die Ohren steif und macht das Beste daraus. Weil helfen kann ich euch sowieso nicht, aber ich kann mit euch sein, ich kann mit euch fühlen. Und gerade auch, weil so viele wieder krank werden und alles drum und dran. Und keine Ahnung, ich werde auch älter. Man denkt viel mehr über sowas nach, man wird emotionaler. Keine Ahnung, ich denke manchmal, wie so ein Opa habe ich das Gefühl. Aber ist halt einfach irgendwie so, ich kann das schwer beschreiben, aber allein um die Leute, die mir gerne zugucken, also ich fühle mich jetzt nicht verpflichtet, das zu tun. Das will ich jetzt nicht sagen. Ich denke auch nicht vor einem Video über sowas nach, sowas anzusprechen oder die Intention dahinter, oh, da sind jetzt Leute, die gucken dir zu, nur um die abzulenken. Natürlich ist es mein Hobby und ich mache das gerne, aber dennoch bei so einer Zahl an Leuten, die mir dauerhaft zugucken, man möchte die Leute nicht enttäuschen und wenn ich mal länger nicht da bin, dann schreibe ich es auf Instagram, ich schreibe es auf YouTube über die Community-Funktion oder mache eine Kurzinfo, hör mal, es ist jetzt 6 Wochen Schnee, sage ich mal, ich habe keine Zeit, da ein Video zu machen oder sonst wie was, aber ich bin nicht weg, sobald es wieder auftaucht. Also ich gebe ja Info. Ich finde das immer so ein bisschen doof oder gemein, wenn andere YouTuber, die ihre Community haben, dann immer für die Zeit so ein bisschen hängen lassen oder die einfach nicht wissen lassen, was da los ist und dann teilweise einfach weg sind. So, da habe ich dann schon so ein bisschen die, für mich persönlich, die Verantwortung, euch da auch im Bilde zu lassen. Und ja,
keine Ahnung, einfach so mit euch zu sein. Denn ohne euch, also wenn keiner gucken würde, würde ich das ja nicht machen. Ist ja so, wenn keiner den Scheiß nicht hier reinzieht, mache ich den Scheiß nicht. So. Und ich weiß ja, da sind ja welche. So. Deswegen haben sich die Prioritäten so ein bisschen auch geändert. Aber ist klar, dass sich sowas dann auch ändert. Ne? Ist halt so, wie bestellt, so geliefert. Oder wie heißt das denn? So bestellt, wie geliefert? Keine Ahnung. Ihr wollt gucken, dann kriegt ihr was. So. Ja. So, ich hoffe, dass der zweite Versuch mit der Insta360 X2 funktioniert. Und ich habe jetzt genauso gesprochen von der Lautstärke und allem das, wie ich das vorher mit der GoPro gemacht habe. Und bin mal gespannt. Also ihr werdet auf jeden Fall eine Veränderung hören. Ich glaube, bildtechnisch wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die Insta, und da tut sich nicht so viel. Gestern war nur schöneres Wetter. Ich hätte mir gewünscht, das Video von gestern hätte ich hochladen können. Aber das leider Gottes hat sich geklappt. Aber ich glaube, ich habe es sehr gut rekonstruieren können heute nochmal. Und ja, bin mal gespannt, was jetzt aus dem Material geworden ist. Leute, ich würde mir wünschen, für die, die jetzt vielleicht gerade erst eingeschaltet haben, guckt meine anderen Videos. Für alle, die schon länger dabei sind, liken, abonnieren, kommentieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen mehr kommentiert unter meinen Videos. Ich würde mich auch freuen, warum du, der du da jetzt gerade sitzt und den Kram hier guckst, wie bist du auf meinen Kanal gekommen? Warum guckst du meine Videos? Mich interessiert das. Ihr wisst ja, ich interessiere mich ja für euch da draußen. Sonst würde ich solche Themen ja auch nicht ansprechen. Sonst würde ich auch so vieles gar nicht tun. Aber mich interessiert einfach, die Community-Nähe zu haben. Und ich bin nicht einfach irgendein abgehobener Harley-Vlogger, der irgendwo durch die Gegend fährt und sagt, ich will mit euch nichts zu tun haben. Nein, ganz im Gegenteil. Denn ohne euch wird all das hier nicht sein. Und ohne euch hätte ich mir die Kamera auch nicht kaufen können. So, und wenn ihr mich noch anders unterstützen wollt oder so, unten irgendwo habe ich, glaube ich, so einen Tipplink drin, das ist so ein versteckter PayPal-Link, da könnt ihr auch was hinschicken, wenn ihr wollt. Müsst ihr aber nicht. Guckt einfach meine Videos, das bleibt für immer kostenfrei, das wisst ihr ja. Ansonsten reicht mir das. So, ich sag mal, bis zum nächsten Video, Leute. Haut rein. Bald, der Frühling ist jetzt da, das Wetter wird langsam besser, wir sehen uns auf der Straße. Vielleicht habt ihr Bock, zu meinem Ride-Out zu kommen. Dann lasst es mich wissen. Ansonsten sage ich, haut rein und bis zum nächsten Video.